Wir werden etwas Besonderes heute machen, denn ich habe mit euch vor, ein bestimmtes Bild zu machen, ungefähr in dieser Art. Und dass das einfach geht, das zeige ich euch in diesem Video. Ich habe also schon hier eine Leinwand für euch vorbereitet. Für euch kurz erklärt, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier die Leinwand erst mit Schwarz grundiert, habe danach Weiß genommen und habe in die feuchte schwarze Farbe Weiß hineingerieben und habe dann immer weiter mehr den helleren Ton hineingearbeitet mit dem Weiß, so dass wir quasi hier so ausgekommen sind. Hab dann noch mal ein bisschen Schwarz genommen und habe das hier vorsichtig reingetupft. Ihr seht es hier an den Stellen. Und ja, ist Geschmackssache. Ich mache sowas schon mal sehr gerne. Hab mir dann hier so einen Spieß genommen und habe dann hier mit dem Ende einmal in die noch wirklich feuchte Farbe, also das war alles feucht, hier reingezogen, habe mir dann ein bisschen Schwarz genommen und habe das dann hier auf die Spitze getan und habe das hier so überall so ein bisschen mitgezogen. Fertig ist der Hintergrund. Die Farben, ich habe hier mir einmal Gelb, einmal Türkis, einmal Blau und ein bisschen Schwarz genommen. So viel werde ich jetzt von dem Pouring hier nicht drauf bringen, weil ich will ja eigentlich nur so ein bisschen diesen Farbeffekt haben vom Pouring. Das andere, das Gemalte, kommt ja nachher hier zum Vorschein mit dem Pinsel in Acryl. Okay, wir legen los. Das Pouring-Bild ist ja trocken, aber so wie es ist, noch sehr langweilig. Und ich habe mir gedacht, wir starten heute mit der nächsten Challenge. Ich möchte gerne einen nostalgischen VW-Bus hinaufsetzen. Dafür habe ich mir auch schon zwei Muster hier hingelegt. Ich habe mich auch schon für eins entschieden. Ich habe mir nur gedacht, ich stelle euch zwei vor, damit die vielleicht das nachmachen wollen, eine Alternative zum Angebot haben, wenn sie sagen, das andere gefällt mir nicht. Ich habe hier einmal einen VW-Bus, den habe ich mir auch ausgewählt, der einmal so ein bisschen auch von der Seite her belichtet ist, weil ich hätte gerne einmal auch hier die Seitenfront mit nachher auf meinem Bild drauf. Für alle die sagen, möchte ich nicht, habe ich auch einmal hier die Frontseite eines nostalgischen Bullis, weil ich mir gedacht habe, das lässt sich leicht umsetzen, da habt ihr nicht so viele Details.
Für euch werden wir auf jeden Fall diese beiden Bilder hier mit in dem Video verlinken, sodass ihr euch das auch herunterladen könnt, wenn ihr es gerne nachmachen wollt. Würde mich natürlich sehr freuen und vor allen Dingen, wenn ihr es macht, zeigt mir auf jeden Fall die Bilder. Ja, was braucht ihr noch? Ich würde euch empfehlen, wenn ihr habt oder es euch zu besorgen, Aquarellstifte, weil die könnt ihr wunderbar mit etwas Wasser und einem weichen Tuch wegwischen, die Striche, wenn ihr euch mal verhaspelt beim Nachzeichnen. Ich empfehle zusätzlich noch ein Lineal oder ein Geodreieck, damit ihr so ein bisschen hier euch die Proportionen und die Größenverhältnisse aufmalen oder ausrechnen können, damit nachher nicht nachher so ein komisch schief schraggeliges Bild entsteht, wo irgendeiner dann zu euch sagt, da stimmt die Perspektive nicht und die Größe passt ja wohl auch nicht. Also ich würde euch empfehlen, das hiermit zu machen. Ich zeige euch aber jetzt mal, wie ich das Ganze umsetze für hier auf meinem Keilrahmen. Thank you.
Ich bin mit meiner Vorzeichnung jetzt fertig, bin auch jetzt mega zufrieden. Wichtig ist eigentlich immer bei der Vorzeichnung, ich habe da leider so einen Hang zu, nicht zu viel zu machen, weil es kommt ja noch Farbe drauf. Also bei einer Vorzeichnung geht es ja eigentlich nur darum, dass ihr ungefähr wisst, wo fängt mein Fahrzeug an, wo hört das Fahrzeug auf und wo muss ich mit meinen Farben hin. Also so kleine Details wie jetzt hier zum Beispiel mein Gepäckhalter oben auf dem Dach, das mache ich alles nachher, das spare ich mir jetzt. Auch hier, was so alles noch so zu sehen ist, spare ich mir, mache ich nachher in der Malerei. Lasst mir gerne einen Daumen rauf da, wenn euch das bis hierhin schon gefallen hat. Darüber würde ich mich sehr freuen. Weiter geht es definitiv hier mit dem Bild nächste Woche Freitag. Dann werde ich das mit euch zusammen ausmalen, das Ganze. Werde euch zeigen, welche Farben ich nehme und wie ich aus dieser Skizze einen wunderschönen Bulli herausgezaubert bekomme. Für alle die, die nicht mehr jetzt warten können für weitere Pouring-Bilder, Experimente und so weiter, dann geht es hier definitiv für euch weiter zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss zusammen!